Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Solaris Climbt die Leiter nach der Bloomborough-Rotation. Nach den experimentellen Mäusen wollen wir uns heute mal wieder ein bisschen mehr so einer Known Quantity widmen. Boros Convoke ist eine Deckliste, die lange Zeit in Standard jetzt relativ gut performt hat, natürlich immer mal so Höhen und Tiefen hat und einen sehr hochvarianten Draw hat. Aber viele Leute haben gesagt, hey, Boros Convoke verliert doch nach der Rotation eigentlich gar nicht so viel. Außerdem wohl darin Epicure kann man das Deck nicht noch weiterspielen. Ich habe hier mal meinen Take der Boros Convoke-Liste in neu aufgebaut. Und ihr seht, dass wir den Voldaren Epicure durch Seasoned Warren Guard ersetzt haben. Ein Mana 1-2 Rabbit Warrior, der, wenn er angreift, das 2 plus 0 kriegt, solange wir einen Token kontrollieren. Und deshalb war die Idee, dass wir jetzt ein bisschen mehr auf das Token-Thema gehen, was ja auch nicht so schlecht zum Beispiel für den Knight Errant of Eos ist. Deshalb spiele ich jetzt auf der 2 noch Rahls Reinforcements, die 2-1-1 Tokens erzeugen und auf der 3 Hop to It, eine neue Karte aus Bloomborough, die für 3 Mana 3-1-1 weiße Rabbits erzeugt. Ansonsten, wir sind halt weggegangen von der Gleeful Demolition und jetzt sozusagen hin zu mehr ursprünglicher Token-Generation, weil es gibt die Möglichkeit, dass wir Jeskai Convoke spielen, dann spielen wir noch diesen Siren Spyglass Siren oder so, die einen Map-Token mitbringt, aber das macht die Mana-Base kaputt. Die Mana-Base ist so schon nicht wirklich gut, also einer der Knackpunkte fürs Convoke-Deck war eigentlich immer schon die Mana-Base, sodass ich lieber bei Boros geblieben bin und das Thema ein bisschen abgeändert habe, ein bisschen tokenlastiger und eben keine Gleeful Demolition mehr spiele. Ansonsten die Karten hier sind alle die Karten, die ihr schon kennt. Also Warden of the Inner Sky, klassische, sehr, sehr gute Karte. Also das ist eine der Karten, die man auf der Starthand haben will für ein bisschen Staying Power, genauso wie den Knight Errant of Eos. Novice Inspector, einfach solide Karte. Wir haben Case of the Gateway Express, Bester Removal Spell, Resolute Reinforcements, bringen noch einen Token mit. War Leader's Call und Immodane's Recruiter, so ein bisschen so als die Lord-Effekte, die auch gut finishen können. Und den Knight Errant halt, der uns dann hoffentlich immer noch genug Karten findet. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben jetzt nur noch 4, 8, 12, 16, 20 Targets, was möglicherweise ein bisschen zu wenig sein könnte. Es wird gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Deck jetzt so auf der Ladder performt. Ihr seht, Mana Base ist jetzt nichts Besonderes. Cavern of Souls haben eigentlich hauptsächlich Humans oder Rabbits. Mirax ist mit dabei. Battlefield Forge, Inspiring Vantage. Mal gucken, ob das Deck einigermaßen performt. So ansonsten werde ich vielleicht auch nochmal eine Jeskai-Liste vorbereiten. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet ihr natürlich einen Link zu diesem Exemplar unten in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt auf die Ladder und gucke mal, wie wir so konvoken. Runde 1, Gegner fängt an. Es ist auch schon wieder 2 von 2 War Leader's Call auf der Hand. Ja, ich werde es wahrscheinlich trotzdem halten. Die Frage ist nur, sage ich Detective, Human oder Rabbit oder Warrior an? Keeper. Ich sag mal Rabbit an. Einfach um Turn 1 einen Drop zu leeren. Ja, komm. Wir ziehen einfach eine weiße Mana-Source. Ich sag's immer wieder, ne? Das Mana in dem Deck ist einfach ein riesiges Problem. Okay, gut. Cutdown, dann sowieso nicht schlimm. Aber jetzt wäre schon eine Plains sehr, sehr, sehr notwendig. Deep Cavern wird gar kein Problem. Ich kann gar keinen Spell casten. The joke's on you. Ich habe hier gar keine Karte, die ich casten kann. Tja. Ich würde mir an meiner Stelle wahrscheinlich Immodane's Recruiter wegnehmen. Nee, ein Novice Inspector. Okay. Case, hervorragend. And noch eine weiße Karte, die wir nicht casten können. Ganz, ganz hervorragend. Warum ist das Mana in Boros Convoke eigentlich so schlecht? Wir spielen doch jetzt nicht großartig anderes Mana, als wir das... Ah, Mirax. Okay, ja, okay. Jetzt habe ich für eine Runde lang weißes Mana. Das ist eigentlich jetzt auch schon egal, ne? Das ist eigentlich... Also ich werde sowas von verlieren. Gegen... Aber ich meine... Ja, okay. Gut. Ich meine, wenn der Mono-Schwarz-Spieler on the play Cutdown into Deep Cavern Bed into Preacher into Sheoret macht, dann wird es für Convoke sowieso immer schwierig. Insbesondere für ein Convoke-Deck, das keinen Mana zieht. Kann ich auch einfach mal eine Battlefield Forge oder einen Inspiring Vantage ziehen? Ja, keepen wir. Turn 1 of Humans. Ah, geht doch. Danke. Aber wir spielen schon wieder gegen Mono Black. Vielleicht gegen schon. Schon wieder ein Cutdown. Man. Gumdrop Poisoner. Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ah, ich muss den leider Main phasen, weil das ein Attack-Trigger ist. Ja.
Also ich kann das nicht irgendwie sozusagen, ich kann nicht mit dem attacken und dann irgendwie trickmäßig ambushen oder so und dann ist er plötzlich 3-2. Vampires. Amalia. Aha. Okay, Warden ist auch nicht schlecht. Ich leg mal, ich sag mal Human. Tja, oder lege ich jetzt Warden und Novice Inspector und mache einfach. Ah. Ich glaube, wir gehen mal rein hier. Und nächste Runde könnte ich Hop to it legen. Oder vielleicht. Ja, mal gucken. Okay. Oh, wow. Okay, das ist Life-Gain, Life-Loss-Gedönsel. Okay, sehe ich ein. Knight Errant. Okay, dann habe ich auf jeden Fall ein Play. Ich spiele Hop to it. Convoki. Knight Errant und Season Warrenguard. Und dann Attack für 3. Ja, das war tatsächlich. So kenne ich das Convoke. Das ist das Convoke, das ich kenne und liebe. Okay, Block mit Amalia. I like. Ich weiß nicht, ob es ein Combo-Finish gibt oder so. Meine Amalia, Starscape, Cleric. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tricks. Na, okay, er hat einfach noch eine zweite Amalia. Ja, gut, okay. Und dann Planes und gegebenenfalls Food-Token sacrificen. Muss man jetzt noch nicht machen. Ja, okay. Auch kein schlechter Draw. Kurz überlegen, was ist denn das Beste hier? Wahrscheinlich einfach Hop to it. Und dann nochmal so ein bisschen Knight Errant-mäßig irgendwelche Dinge tun. Und dann vielleicht mal, wenn wir noch ein Land hitten, Immodane Secutor und Season Warrenguard oder so. Ja, das dachte ich mir schon. Ist nicht ganz so cool, aber ich meine, unser Board ist ja trotzdem in Ordnung. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts gemacht. Trotzdem einfach unser Board gut advanced. Gumdrop Poisoner, okay. Aber was willst du tun? Und warum greift der 2 ins Flieger nicht an? Fragen über Fragen. Deep Cavern Bed. Ah, okay, gut. Dann wird mir wahrscheinlich der Immordains Recruiter genommen. Was ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann, weil ansonsten wäre auch schon sehr, sehr schnell Lights Out. Ja, der ist einfach als Lifelinker hingelegt. Minus 0, minus 0, akzeptiere ich. Liga greift an, macht Sinn. Mehr Hop to it. Ich glaube, das ist jetzt allerdings nicht. Ich glaube, jetzt ist erstmal hier so angesagt, mal so ein bisschen reinzugucken. Knight Errant will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also, ich habe genug Stuff. Orden brauche ich auch nicht mehr. Ich habe genug Stuff. Lege ich nochmal den hin. Mountain brauche ich auch nicht mehr. Tatsächlich würde mir einfach ein weiterer Immodane Recruiter reichen. Okay, Gegner geht auf 6. Bin sehr gespannt. Kann nächste Runde wahrscheinlich einfach angreifen. Irgendwo. Human, okay, also ich meine. Oh, da ist die Combo vielleicht. Okay. 3 Life gegained, Life Loss, Explore, Elas. Ja. Da ist bestimmt irgendwie eine Combo am Start. Okay, jetzt gerade ist nicht ganz so schlimm. Mal blocken. Gegner hat halt einen Removal Spell auf der Hand. Verstehe ich. Es wird eine Kreatur von mir angezündet. Wahrscheinlich der Flieger. Okay, ja. Case wäre gut. Meine Güte. Wenn ich jetzt mit allem angreife, was passiert dann? Also Block. Block, Block. Block. Es kommen 6, 7, 8 durch.
hat sich jetzt stabilisiert einfach. Also ich meine, unser Draw war am Anfang sehr gut, aber dann ist plötzlich auch einfach wieder nur Essig dazu gekommen. Ich glaube, ich greife mit allem an. Er kann theoretisch einen Knight Errant fressen, aber er nimmt halt trotzdem auch eine Menge Schaden. Ja. Okay. Go. So, jetzt kann er den Case opfern, um Kreaturen aus dem Graveyard zu casten. Na, vielleicht reicht es auch schon. Gehe ich auf 9. Hat sogar noch ein Land gefunden. Sad. Das Geile ist, ich darf mir den Graveyard halt nicht angucken. Kann jetzt die beiden Gundrop Poisoner zum Beispiel spielen. Kann man sogar noch ein Food machen? Wahrscheinlich, ne? Aber ich meine alleine, also 3-2 Lifelinker. Wie gesagt, ich hätte halt vielleicht mal einen Removal gebraucht. Für einen der 3-3 Lifelinker. Oder für die Deep Cavern Bed oder so. Naja gut, ich meine, wir spielen da doch nur 4 Cases. Wally der Seelix hätte auch gereicht. Ja. Wally das Call, Entschuldigung. Wally das Call. Case. Case ist gut. Das ist nur die Frage, warte mal, er geht auf 8, er blockt den, warte mal, er geht auf 8, er blockt den und nimmt dann noch 8, das ist lethal, oder? Er kann mit einem blocken, die beiden dicksten wegblocken und das müsste lethal sein, ja. Sofern diese Kreatur stirbt, aber das tut sie, hat genug Schaden genommen, Attack Skis. Ja, müssten genau 8 sein. Gut, dass wir angegriffen haben. Puh. Junge, Junge, was für ein knappes Game. Alter Schwede, ja. Der Convoke kann also doch noch ein bisschen was, ja. Gut. Wir dürfen anfangen. Ah, das ist eine sehr interessante Hand. Ein Resolute Reinforcements wäre ziemlich nice. Rals, wie auch immer die Teile heißen, die zwei Tokens generieren, wäre ganz nett. Aber ich meine, Warden, Warden, Case. Also wir können uns schon mal gegen andere Kreaturendecks wehren. Ja. Und sollte unser Gegner irgendwie Monorot sein oder so, Monorot ist eh ein gutes Matchup für uns. Also ein Problem haben wir genau dann, falls der Slickshot Show-Off kommt. Und dafür habe ich zwei Cases, also... Okay. Hm. Mountain. Okay. Ist jetzt nicht so, mega gut, aber hey, I mean, nehmen wir. Demonic Ruckus, okay. Turn 2 ist Show-Off. Vielleicht wird er auch vertellt. Ich würde dennoch, glaube ich mal, also ich gehe mal davon aus, dass unser Gegner ein Removal hat. Geh trotzdem mal rein. Lightning Strike oder was auch immer. Also eine Kreatur von mir wird sterben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Okay, Lightning Strike auf den. Na gut, dann ist es immer noch okay. Eine weitere Kreatur wäre halt ganz nett, damit ich 3 Schaden machen kann mit dem Case. Was ist da? Ah, okay. Ja, oder wir ziehen einfach jetzt nur Länder. Ja, hey, Leute, jetzt
Ne, worüber ich mich die ganze Zeit beschwert habe. Endlich. Endlich ziehe ich mal Länder, die für farbiges Mana tappen. 3-3. Ja, den kriege ich halt nie abgeräumt. Nie im Leben. Wenn der Gegner jetzt nichts mehr macht, ich kann einen One-Drop ziehen. Ich kann noch ein Land ziehen, ja klar. Also ich spiele mal einen Case. Easy. 2 Damage. Piu, piu. Ich spiele mal einen Case. Falls unser Gegner jetzt noch ein Removal hat, überlebt der Stingerback Terror trotzdem. Ja, okay. Ja, ich kann in den nicht rein angreifen. Der wird immer größer. Ja, okay, da war nichts zu holen. Wir dürfen anfangen. Die Hand ist mal solid. Okay, okay, wir können Dinge tun. Ein drittes Land würde der Hand extrem gut tun. Ich bin aber guter Dinge, das dritte Land zu bekommen, wenn wir einen der Clues cracken, die die Novice-Inspektoren hier mitbringen. Oh, das ist natürlich stark. Oh, wow. Sehr guter Draw. Da ist das dritte Land. Das ist auch gleichzeitig noch ein Inspiring Vantage. Hervorragend. Ja, so nämlich. So und nicht anders. Tithing Blade. Fair. Sehr fair. Hop to it. Mal kurz hier reingecrewt. Land brauche ich nicht mehr. Nochmal reingecrewt. Novice Inspector. Finde ich okay. Also es gibt nicht mehr viel, was ich finden muss, ehrlich gesagt. Ne? Temporary Lockdown wäre jetzt schrecklich. Ja, not gonna lie, aber ja, hat er natürlich. warum immer? Also, wenn es Turn 4 kommt, dann wird das Spiel gewonnen. Aber es ist immer Turn 3 da. Immer Turn 3, no biggie. Tithing Blade wäre jetzt wieder schlimm. Master Investigator. Ah, jetzt sind wir wieder Länder. Ja, okay. Ey, Leute, die. Ich sag mal so, wenn ich mir ein rot-weißes Deck aussuchen könnte aktuell, ich glaube, dann wäre es eher Mäuse. Also die Mäuse outperformen Boros Convoke aber bei a Landslide. Ja, ich werde noch 2-3 Games machen, mal gucken, ob wir noch ein paar Wins hinkriegen. Okay. Okay. Ich bin mit dieser Hand einverstanden. Wir haben immerhin eine Plains für Hoptoid und Case. Aber ich sehe, dass das Deck auch schon Probleme hat. Ne? Also man sieht hier schon die Mana-Base, Spells. Ah, ist alles ein bisschen schwierig. Hardfire Hero. Vielleicht ist das eine Karte, die ich direkt anzünden muss. Naja, nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Start hier ist einfach zu gut. Das ist ein rotes Mana. Vielleicht lasse ich es einfach mal oben. Dann Attack für 3. Nächste Runde Hop to it. Spielen wir gegen die Mäuse? Ich meine, gegen Mäuse könnten wir ein gutes Matchup haben. Außer er legt jetzt diese Double Strike Maus, dann platze ich wieder. I don't know. Rabbit Maw. Oh. Oh, interesting. Okay. I mean. Ein Ein-Mana-Typ, der für 3 kloppen geht, ist halt auch schon nicht verkehrt, ne? So, ich bin Emberheart Challenger. Und noch eine Cheeky Hausmaus vielleicht? Ja. Attack für 7. Ah, vielleicht block ich so. Neues Inspektor war kein schlechter Draw.
Vielleicht kill ich einfach den. Der macht mir ein bisschen mehr Angst, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass mein Gegner jetzt auch großartig angreifen kann. Ich habe 12 Power auf dem Board. Verteilt auf 5 Buddies. Ja, wenn der angreifen möchte, kann er gerne machen. Jetzt schlagen wir die Mäuse sogar noch. Gute alte cheeky Hausmaus-Deck, ey. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die mal einen Auftritt im Standard kriegt. Aber hey, wenn man so viele gute Mäuse druckt und kein Attack. Oh, ho, 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 ho. Hello, GGs. Absolut. Ja, okay. Das war doch ein schönes Match. Würde ich sagen, ein Bonus-Match gönnen wir uns noch. Ah, ich habe keinen Token, aber ich meine, wenn ich einen Token ziehe, ich habe gutes Mana, ich habe rotes und weißes Mana. Untapped. Und ich meine, die können halt relativ schnell für relativ viel klatschen, selbst wenn es nur ein Wardy des Call ist. Ich glaube, es ist ein Keeper. Und jeder Token-Produzent hier macht die Hand zu einer extrem guten, aggressiven Hand. Hey Pferd, willst du einen Apfel? Dann gehen wir hier rüber. Sag mal kurz Ojan Bescheid. Perfekt, genau. Ja, nee, Cutdown, nö, muss ich eigentlich nicht sehen. Wahrscheinlich einfach die hier machen. Nächste Runde Wally das Call legen und dann... Okay, 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 hey, ehrlich gesagt, not bad. Nochmal ein Cutdown. Okay, gut, ja, dann. Cutdown auf Ral's Reinforcements bin ich dabei. Solange er mir jetzt nicht irgendwie den Wally das Call abschießt, bin ich sehr, sehr, sehr dabei. Phyrexian Preacher. Okay, Preacher ist ein bisschen annoying. Human finde ich okay. Ich kann den legen. Ping machen. Ich kann den legen, den legen. Ping, pang, pongeli, bong. Dann mal schön Attack für 9. Ah, wird sogar geblockt. Okay. Das finde ich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Der Block hier. Gut, ich bin ein bisschen out of gas. Gegner zieht eine Karte? Was? Gegner zieht eine Karte? Ja, ich hätte ihn auch als Blocker gelegt. Okay, cool. Na gut, am Ende hat sich Boros Convoke doch noch ein bisschen gesteigert. Ich meine, das Spiel hätten wir auf jeden Fall jetzt mit Night Errant hätte ich halt Ral's Reinforcements gelegt und dann halt einfach den Night Errant reinconvoked und dann mit Immodane's Recruiter angegriffen. Das gewinnen wir auch, glaube ich, wenn er ein Land zieht. Aber die Mana-Base ist ein bisschen sketchy und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Token-Approach mit dem Rabbit Warrior hier korrekt ist. Könnt ihr mir ja gerne auch mal einen Kommentar oder ein Like da lassen, wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!